Hallo zusammen, willkommen zu Tag 29 auf der 500er Karte mit Isco und seinen Friends. Und schauen wir mal einen Blick nach Australien. Wie wir sehen, ist Australien komplett eingenommen worden von unserem Kollegen aus Roper Golf. Der hat einen super Job gemacht und ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Niederländisch Papua ist tatsächlich sein nächster Gegner. 98 Provinzen hat der. Er wiederum, der Kollege von uns, hat 269, ist sehr erfolgreich unterwegs. Was hat denn der für eine Kill-Death-Rate eigentlich? 2,84. Knapp 3000 Einheiten. Der ist ordentlich am Durchstarten hier. Wird Niederländisch Papua, schaut riesig groß aus, weil er diese ganzen Sachen hat, aber er hat gar nicht so viel. Unter 100 Provinzen auf jeden Fall. Sein Kollege hier ist auch noch da in Mindanao. Die haben, glaube ich, irgendein Mitglied verloren. Oder irgendeinen gekickt, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er auch noch Neuseeland, hat er auch noch riesiges Land und jetzt kann er sich hier auf die Inseln stürzen oder hier auf die Gegner hier im Norden. Ich hoffe, er macht das hier zuerst. Beide Gegner wegklatschen und dann kann er hier Richtung West Punjab gehen, der übrigens mega groß geworden ist inzwischen. Der hat 375 Provinzen. Was ist mit dem passiert? Der hat sich aufgebläht ohne Ende. Okay. Arrowhead ist hier nach wie vor weiter am Vordringen, sehr langsam, weil die Gebiete halt sehr lang sind dort. Und wenn wir da irgendwann mal landen, werden wir genau dasselbe Problem haben. Ja, unsere Kollegen hier sammeln sich inzwischen. Koahuila hat inzwischen hier 1,4 Millionen Truppen, 37 Artis und jede Menge Panzer und so ein Zeug. Alles da. Er sammelt sich nach wie vor. Er war scheinbar jetzt ein paar Minütchen mal nicht online. Okay, da ist eine Kaserne fertig geworden. Muss ich gleich mal schauen. Okay, das passt alles. Genau, Doppelholzprovinz. Als nächstes kommt die Eisenbahn. So, kommen wir nochmal zurück hier. Also er sammelt sich nach wie vor. Allerdings sind da sehr viele Männer, die nicht bewegt worden sind. Ich schicke da vielleicht nochmal nach. Weiß ich nicht. Auch nur Artis und so weiter. Und er sammelt sich schon mal entweder Richtung Afrika oder Richtung Europa. Der Kollege hier in Westperu, der ist schon auch ordentlich am Sammeln. Wo sammeln sich die ganzen Truppen hier? Oh mein Gott, was ist hier los? 3 Millionen Truppen, auch jede Menge Zeug, aber kaum Artis dabei, dafür jede Menge schwere Panzer. Weiß nicht, ob hier noch viele Artis dazukommen. Gucken wir hier mal ganz kurz. Ja, da kommen auch Artis nach und über 1 Million Truppen. Was hat denn der überhaupt alles an Mannstärke? 4.815 Einheiten hat der. Der fehlt von 4,29. Was hat der Kollege nochmal insgesamt? Der fehlt von 4,01, 3.172 Einheiten. Und der Kollege in Südperu sammelt auch schon fleißig, hat 1.994 Einheiten. Und der fehlt 4,63. Ja, bei ihm sammeln sich hier jetzt die ganzen Truppen. Da schickt er auch Schiffe hin. Der hat irgendwie gemeint, dass er keinen guten Start gehabt hat. Der hat gegen eine ganze Koalition alleine gekämpft. Kennen wir irgendwoher, ne? So, dann gucken wir mal den nächsten Kollegen an hier. Alabama hat 2.608 Einheiten, 4,18 Kill-Death-Rate. Und unser Kollege Isco hat 2.915 Einheiten und 2,93 Kill-Death-Rate. Ja gut, die beiden haben hier einen schweren Stand hier in Island. Island wird immer wieder, ja, es wird umge... Ja, wie ihr seht, sind hier verschiedene Nationen am Start. Böhmen hat hier noch zwei Provinzen, Viborg hat hier noch ein paar Provinzen. Disco hat hier ein paar Provinzen, Alabama hat hier Provinzen und was ist mit Schottland? Ist er jetzt komplett weg? Ne, da ist noch da. Er hat hier noch eine einzige Provinz, glaube ich. Das ist seine letzte Provinz, ja, das ist seine letzte Provinz. Das sind seine letzten Männer hier, die kämpfen gegen Viborg im Nahkampf. Er hat aber sehr schlechte Moral und verliert diesen Kampf scheinbar. Und damit wäre seine letzte Einheit auch weg. Disco scheint hier auch zu landen. Ich weiß nicht, ist der im Krieg irgendwie mit denen? Nee, mit Viborg und Böhmen landet hier vielleicht, um ihn zu beschützen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Schottland fast komplett weg. Und hier wird aber auch geballert, hier mit EBGs und so weiter. Hier ist ordentlich Action, wie ihr seht. Wird hier ordentlich gekämpft. So, was war hier? Sie sind unsere Kollegen ein bisschen auf dem Rückzug. Die haben hier große Einheiten oder viele Einheiten von Böhmen vernichtet. Genauso von Viborg, die hier noch viel mehr landen wollten eigentlich. Jetzt müssten die sich hier in den Norden zurückziehen. Da ist Schottland, Entschuldigung, Böhmen noch mit 30 Artis unterwegs. Viborg hat hier nicht mehr so viel und hier verliert er auch jede Menge Zeug. Ich hoffe auch einige Artis demnächst. Das wäre natürlich super. Auf jeden Fall wurde hier eine Landung in Island zum größten Teil bewältigt oder verhindert. Hier ist Viborg auch auf dem Rückzug.
Wir haben das geschafft, tatsächlich mit vielen Flugzeugen hier aus Stornoway, was heute auch zu einem Thema bei uns geworden ist, weil Stornoway, ein Kollege von uns aus Alabama, der hat uns aufgefordert, hier viele Spione reinzusetzen, um Stornoway zu vernichten. Ein anderer Kollege war dagegen, der hat gemeint, das würde 400.000 Geld kosten, nur um diesen Flugbasis zu vernichten. Der Gegner könnte das, Entschuldigung, meine Stimme ist so kaputt, ich habe den ganzen Tag schon Folgen aufgenommen. Der Gegner könnte was dagegen haben und deswegen, oder könnte das riechen und könnte hier Defensivspione reinsetzen und das wäre, das ganze Geld wäre rausgeschmissen, das Geld. Es gab lange Diskussionen hin und her. Zum Schluss haben sich die beiden geeinigt. Ich glaube, die wurden Spione wurden dann trotzdem reingesetzt. Hier sammelt sich gerade der ganze Trupp. Und wir sind auch nicht mehr weit weg, Leute. Wir sind hier tatsächlich kurz vor Island. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon hier die Kreuzer schon mal in die Richtung bewegen soll. Ich glaube, ich mache das mal. Und wohin die hier sich bewegen, weiß ich noch nicht. Schick die schon mal weiter vor. Und unsere erste Invasionsarmee, da kommt dann noch ein Kreuzer hinterher. Den habe ich ehrlich gesagt schon mal irgendwo hingesetzt. Weiß ich gar nicht mehr wohin. Werden wir gleich nochmal schauen. So, erst einmal und dann hat er was zu tun. Und wir schicken auch gerade einen kleinen Trupp los von 34.000 Mann. Aber hier sammeln wir uns auch schon mal mit mehreren Truppen. Demnächst werde ich auch mal wieder schweres Kriegsgerät mal hinschicken. Vielleicht mache ich das jetzt schon. Genau, erstmal schon mal einen schweren Panzer hin. Und vielleicht auch mal ein paar Kavallerien. Und wisst ihr was? Ich schicke mal hier die ganzen Männer auch schon mal da in die Richtung. So, wir sind noch lange unterwegs. Und die hier, dadurch, dass sie keine Moral verlieren, ups, nicht die Infanterie, sondern die Kavallerie. Die können sich auch schon mal auf dem Meer sammeln. Und ich schicke hier auch schon mal eine Kaff hinterher. Und hier schicke ich noch mal eine Arti. Ja, nur dass wir dann die Europafront auch mal ein bisschen verstärken. Ja, der Rest geht hier erstmal nach Amerika. Wir brauchen erstmal viel in Amerika noch. Aber ja, wie schaut es denn hier aus? Der Kollege hier hat versucht, uns die Hauptstadt zu snacken. Ich habe dann hier tatsächlich mit den Artis hier alles niedergeballert. Der hat hier 31.000 Mann gehabt, dann nochmal 31.000 dahinter. Oder 40.000 oder sowas waren das sogar. Der hat inzwischen schon ordentlich an Männer verloren, wie ihr seht. Er hat hier auch versucht zu landen, irgendwie mit 30.000 Mann oder sowas. Das habe ich verhindert. Ich habe einen Mann verloren. Hier waren vorher 90 Mann. Einen habe ich verloren. Und genau, warte jetzt mal ganz kurz. Ja, hier kommen nochmal 29.000 Mann, da nochmal 24.000, wenn die vernichtet worden sind. Sollten die Artis hier auch nochmal ein bisschen Damage machen, weil die sind auch schon die ersten, sind in 3 Stunden 21 Minuten da. Die werden hier auch noch draufballern. Dann werde ich irgendwann, wenn ich die ganzen Artis hier gesammelt habe, mit dem gesammelten Trupp hier Richtung Melbourne hochgehen und hier weiter Richtung Cannon Point und so weiter. Also ich werde hier eine Armee hier so nach Norden schicken, eine hier im Süden und dann werde ich den Gegner schnell einnehmen können. Und danach werde ich hier die KI hier einnehmen in Fort Norman. Und danach werde ich mal mit Arrowhead absprechen, welche Gebiete ich nochmal kriege. War abgesprochen hier so im Norden die Gebiete, was uns natürlich auch gut tut, weil hier ist eine Ölprovinz, hier ist nochmal eine Ölprovinz. Öl ist das, was wir am dringendsten brauchen, weil wir Materialprovinzen wirklich genug haben werden. Öl aber nicht so viel. Wir haben kaum Ölprovinzen. Muss man auch mal schauen. Mal kurz hier mal reingucken. Wir haben hier, wie viel haben wir denn? Okay, wir haben inzwischen ein paar, aber gar nicht so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Provinzen haben wir. 11. 11 haben wir mit Ölprovinzen, 11 Ölprovinzen davon, aber immerhin 5 mit Doppelöl, ja. Also das ist schon sehr, sehr wertvoll natürlich. Dennoch brauchen wir noch mehr Ölprovinzen, sicherheitshalber. Also hier kriegen wir, glaube ich, keine, ne? Ne, keine. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir da diese Ölprovinzen kriegen. Weil hier die KI hat nämlich auch keine. Hier haben wir zwar Doppelstahl, Doppelholz, wunderbar, das hilft sehr. Aber Öl kriegen wir nicht mehr. Vor allem sind wir auf Maximum schon Öl. Mehr können wir da nicht reinbuttern. 2909 kriegen wir derzeit raus. Und ich sehe gerade, hier müssen wir noch ein bisschen minus gehen in Gas. Dafür haben wir ein bisschen mehr in Kohle, weil Kohle geht uns auch ständig aus. Durch die ganzen Eisenbahnen und so weiter, die wir bauen, ne? Apropos, was bauen wir denn überhaupt so momentan an Kriegsgerät? Hier eine Kavallerie, 3 schwere Panzer, ein Bomber, 3 leichte Kreuzer, ein Panzerwagen, ein Jagdflugzeug, ein IBG und noch ein paar Artis.
Es sind noch andere Sachen im Bau in die Warteschlange gesetzt, aber die sind noch nicht losgegangen. Weil uns derzeit Stahl fehlt. Ich würde mal auch mal sagen, dass wir hier ein bisschen mehr in die in Stahl reinbuttern. 3000 Holz reicht erstmal und knapp 5000 dafür in Eisen. Das ist wichtiger. Und ja, wir sind hier kurz vor der Eroberung von dieser Stadt hier, von dieser Provinz. Da hat er nichts mehr drin. In der Hauptstadt hat er auch nur noch einen Mann. Ich weiß nicht, ob er hier auch nur noch nachgespawnte Männer hat, weil er sehr viel verloren hat. Hier hat er nochmal 30.000, da 29, da 24. Und ja, wir werden ja, wie gesagt, hier in ein paar Stündchen sind hier, wie viele Artis sind das denn hier? 17 Artis sind in 5 Stunden und 1 Minute hier in dieser Provinz angekommen. Sobald die angekommen sind, werden wir hier losmarschieren, beziehungsweise hier erstmal abwehren, was hier landen will. Ich vermute mal schon, dass sie hier landen wollen. Hier kommen nochmal 2 Artis, dann nochmal eine, also werden wir 20 Artis hier haben, da werden wir hier die Nordfront eröffnen. Und hier im Süden haben wir 24 Artis, da kommen nochmal 4 Stück nach, sehe ich gerade. Dann haben wir hier 24 Artis, die hier auch ordentlich durchgreifen werden, die kann ich gleich mal zusammenfassen. Alle auf Offensiv stellen und auch mal in die Provinz hier schicken, genauso die hier. Und dann geht es hier los, der Südmarsch und der Nordmarsch. Muss ich nur aufpassen, nicht, dass er wach wird und uns irgendwas entgegenschickt. Hier haben wir 665 Einheiten. Wenn die hier gleich ankommt, in 11 Minuten, haben wir die Teufelszahl. Auf jeden Fall, wie ihr seht, die sammeln sich hier und die Moral wird, steigt immer mehr. Ich glaube 17% am Tag oder sowas. Zum Maximum, da hier die Provinz 100% hat, steigen die also Richtung 100%. Also morgen sollten die fast schon hier Maximum erreicht haben. Und da kommen zwar natürlich ein paar schlecht moralisierte Männer auch nach, aber die meisten, die danach kommen, sind tatsächlich gut moralisiert. Habe ich die jetzt alle eigentlich da? Wo wollte hier die ganzen schweren Panzer und Artillerien und so weiter alle hier hinschicken? Das werde ich auch jetzt machen. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon so gemacht habe. Machen wir auf jeden Fall. Jäger, der Jäger steht hier rum. Er kann nicht weiterfliegen. Doch, hierhin auf jeden Fall. Oh, ich kann sogar hier bis Iskos Grenze fliegen. Und werde Isco bitten, mal ein paar... oh, da hat er auch schon was gebaut, sehe ich gerade. Hier ist ein Flughafen. Komme ich da irgendwo hin? Nee, ich komme nicht hin. Wie wäre es denn, würde ich denn hier weiterkommen irgendwo? Leider nicht. Die Wege, die Verbindungen stimmen noch nicht ganz. Aber es wird scheinbar jetzt langsam nach und nach mehr gebaut. Da gucke ich mal gleich mal rein, ob er irgendwo Flugzeuge baut. Hier baut er auf jeden Fall Jäger. Hier baut er keine Jäger. Und hier auch noch nicht. Hier schwere Panzer, okay. Also langsam werden die Flugverbindungen besser. Ich werde trotzdem mal diesen Jäger tatsächlich mal schon mal hier hinschicken. Dann könnte er irgendwo hier rumfliegen. Nee. Aber der braucht hier 13 Stunden 40 Minuten. Das ist kein Problem. Fährt halt hier eben rum. Und vielleicht wird der Isco dann auch sehen, dass wir eventuell hier in dieser Provinz auch einen Flughafen brauchen. Das wäre wunderbar. Und dann kann ich auch demnächst den Bomber und den Jäger, der da nachkommen. Ich werde jetzt nach und nach immer mehr Flugzeuge bauen. Erstmal noch nicht so viele, aber nach und nach werden es immer mehr, sodass ich eventuell hier nach Grönland und Island welche schicken kann. Zur Verteidigung. Genau. Gucken wir mal kurz in die Zeitung. In der Zwischenzeit. Wir sind auf Platz 16 inzwischen angekommen. Die Koalition ist, wir haben 507 Punkte, der Königspakt hat 716. Und wir sind bei den reichsten Nationen der Welt nicht dabei, auch nicht bei den verhasstesten Nationen. Bin aber kurz in die Provinzenrangliste auch mal ran. Chong Böhm 401. West Punjab ist inzwischen auf Platz 2 mit 376. Steiermark und Kärnten auf Platz 3. West Punjab ist denen auch beigetreten, oder was? Tatsächlich. West Punjab ist dabei. Zentral-Transkarpatien. Ich weiß gar nicht, ob der West Punjab vorher schon dabei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das westliche Kap wird sich wahrscheinlich morgen denen anschließen, so wie es aussieht. Und demnächst wird sich eventuell irgendwann Wallaby aus Robbel Gulf uns anschließen. Und ja, es gibt neue Entwicklungen hier. Wir haben jetzt übrigens Sicht auf Afrika. Der Kollege aus Mauretanien will sich uns anschließen. Der weiß nicht, dass wir nicht ohnehin spielen wollen. Also... Ah, wir haben ja einen 7. Spieler schon von Anfang an. Ich weiß nicht, ob das mit ihm kommuniziert worden ist. Scheinbar nicht. Hat uns der ganzen Koalition und auch Arrowhead sogar Sicht gegeben, damit wir sehen, was er so hat. Das können wir mal kurz anschauen. Der hat 1432 Einheiten.
Kill Death Rate von 2,38 und ist Level 17 Spieler, also hat er schon Ahnung vom Spiel. Ja, jetzt ist die Frage, ob der, wenn er mitkriegt, dass wir ihn nicht aufnehmen wollen, ob er weiterhin uns freundlich gesonnen ist oder nicht. Was haben wir eigentlich an Einheiten? Wollte ich auch nochmal schauen zum Schluss. 1315 inzwischen, also es steigt jetzt immer mehr. Wir haben eine Kill Death Rate von 4,93. Also geht es in die richtige Richtung, außer wenn wir in Europa landen, dann wird es wahrscheinlich Blutvergießen geben. Die Kollegen sammeln sich und die ersten Kräfte Richtung Europa sind unterwegs. Island ist ein wichtiger Kriegsschauplatz. Schaut momentan nur ganz gut aus dort, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner wahrscheinlich reagiert und viele Kräfte dahin schickt. Und was Mauretanien macht, bin ich sehr gespannt hier. Sind ja Einheiten von westlichem Kap hier auf seinem Gebiet. Haben die eigentlich Krieg? Nee, haben sie nicht. Okay. Gegen wen führt denn überhaupt der Nordmauretanier Krieg? Gegen niemanden. Okay, alles klar. Also, der chillt. Die Frage ist, ob er, wie gesagt, uns freundlich gesonnen ist. Es ist nämlich ein Risiko, wenn wir hier landen und auf einmal sind wir mitten in seinem Land und dann greift er uns mit allen Einheiten an. Wird natürlich gefährlich sein. Aber gut, das passt schon so. Ich bin gespannt, wie es sich hier weiterentwickelt auf der Karte. Ob wir bald soweit sind und gegen die Großen hier aufschließen können, kämpfen können. Wie viele Provinzen haben wir denn jetzt? 143. Das sollten demnächst noch ein paar Gebiete dazukommen. Die hier auf jeden Fall. Und die hier werde ich morgen mal in Angriff nehmen und dann so schnell wie möglich durchstoßen. Dann hier die KI noch einnehmen und dann geht es hier schnell gegen durch Arrowhead durch. Da muss ich mal schauen, ob ich nicht irgendwo Panzerwagen mal produzieren kann. Für diesen Fall. Warte jetzt mal kurz, hier ist eine Level 3 Fabrik. Welche Fabrik hat denn nichts zu tun? Dass ich wirklich ein paar Panzerwagen baue, das wollte ich noch gern mit euch machen. Ich habe hier nirgendwo eine Level 4 Fabrik oder was? Frei. Die wird aber bald Level 4 hier, die könnte man theoretisch nehmen. Oh, die hier. Da ist nichts drinnen. Okay, dann können wir ein paar Panzerwagen schon mal in die Wege setzen. Die können wir auch so generell gebrauchen, weil die auch gegen Lufteinheiten ganz gut sind. Ne? Guck nochmal, ob ich hier schon was baue. Hier auch könnte ich ein paar Panzerwagen. Da fehlt tatsächlich das Geld und auch natürlich Stahl. Ich glaube, ich werde tatsächlich ein bisschen noch in Holz noch mehr im Minus gehen, weil wir werden Panzerwagen auch brauchen, sodass wir mindestens 5000 Stahl haben pro Stunde. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich bin schon voll heiser, weil ich heute so viel gequatscht habe. Oh. Kavallerie habe ich hier versehentlich bewegt, das wollte ich gar nicht. Die soll hier weiterhin hier in die Richtung laufen. Genau, ich habe mir den Mund fusselig geredet, weil ich sehr viele Folgen heute aufgenommen habe. Und würde mal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht das gut, ciao.